Und nach diesem spannenden, super aufwendigen Intro begrüße ich euch zu einem Special. Und ich habe mir nie gedacht, dass ich so weit komme. Null Abonnenten ist schon echt viel. Schafft nicht jeder YouTuber. Ja, aber es war auch viel Arbeit. Mittlerweile kann ich von YouTube leben und es waren sehr viele harte Jahre. Jeden Tag ein Video und ich bin stolz drauf. Ich bin echt stolz drauf. Ja, aber ich bin nicht stolz auf mich. Ich bin stolz auf euch, dass ihr so viele geworden seid in dieser Zeit. Deswegen widme ich jetzt euch auch dieses Special, logischerweise. Wenn man so an die vielen Projekte zurückdenkt, die wir miteinander durchlebt haben, das ist schon echt krass. Und deswegen habe ich euch ein bisschen was zusammengeschnitten. Hier so ein kleines Best-of. Ja, ich denke, ich müsste jetzt so alle guten Momente erwischt haben. Falls nicht, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich dachte mir auch, ich mache ein kleines Gewinnspiel, weil ich das so lange nicht mehr gemacht habe und ich will euch allen etwas geben und deswegen gibt es ein Gewinnspiel, wo einer etwas gewinnen kann. Zum Beispiel diesen wunderschönen Erdblock. Mit einem Explosionswiderstand von 2,5 und einer Härte von 0,5 ist dieses prachtvolle Stück Erde so selten wie Sauerstoff in der Luft. Das Einzige, was ihr machen braucht, ist in dieser Runde zu sein. Ist nicht schwer, ist ein bisschen Zufall vielleicht, aber ich denke, nicht wirklich viel. Ich werde den Erdblock zuwerfen, wenn er bereit dafür ist. Ich hoffe, du freust dich über dein Geschenk, lieber X-Rose X3. Ich hoffe, du freust dich darüber. Und ja, Pech gehabt, der hat jetzt nichts bekommen, weil anscheinend hat er sich nicht darüber gefreut. Ja, dann werden wir weiter auslosen. Wenn die Runde zu Ende ist, bekommt keiner das Geschenk. Gut, dann lose ich schnell aus, wer der Nächste ist und es ist der liebe Apple Shadows. Und da ist er ja auch schon. Was für ein Zufall. Okay, das tut mir leid für dich. Damit bekommst du das Geschenk auch nicht. Aber wir bekommen ein Geschenk und zwar seinen ganzen Stuff. Also dann müssen wir nur schauen, wie wir da runterkommen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass keiner da ist. Also dass keiner kommt. Aber es sieht alles ziemlich leer aus. Ich glaube, es ist keiner da. Dann können wir uns jetzt die Sachen holen. Okay, da war doch jemand. Das ist jetzt natürlich scheiße gelaufen, aber kann man nichts machen. Gleiche Regeln wie vorher. Der Gewinner wird per Zufall entschieden. Seid aber nicht böse, falls ihr nicht gewonnen habt. Also, das kann halt passieren. Und der Gewinner ist zufällig eine Insel weiter, und zwar in diese Richtung, in die ich gerade schlage. Dann holen wir uns den Trank. Und dann kommen wir zum zweiten Gewinn, und zwar ein wunderschöner Fichtenholzbretterblock. Riesiger, einzigartigen Exemplare von Fichtenholzbrettern
wurden 1962 aus einem Fichtenholzbaum im Norden Brasiliens hergestellt. Bauen wir uns schnell rüber. Wo ist er? Er ist da unten, okay. Und dann können wir ihm sein Geschenk überreichen, aber natürlich erst, wenn es an der Zeit ist und wenn er auch bereit dafür ist. Weil sowas einfach so einfach hergeben, das geht ja nicht. Das geht echt nicht. Deswegen warten wir, bis er bereit ist. Okay, er will jetzt irgendwie nicht wirklich kommen. Da ist er, okay. Er sieht hoch, geben wir ihm dieses super Geschenk. Ich hoffe, du freust dich. Und das war's mit der Verlosung. Und das war's auch mit dem. Und zum Schluss dachte ich mir, ich baue mal so ein richtig schönes Denkmal jetzt in Zeitraffer, weil es natürlich viel zu aufwendig wäre. Man kann es aus Dia-Blöcken bauen, aber ich dachte mir, das hat man ja gleich. Das hat man ja alles. Du startest und hast die Dia-Blöcke quasi schon. Und deswegen dachte ich mir, ich mache es mit das ganz Aufwendigen. Ich mache es mit Cobblestone. Weil das spielt man halt eine Zeit, aber ich mache das ja wegen euch. Wegen euch spiele ich das alles. Das mache ich alles wegen euch, Freunde. Und das ist die Null. Damit sind wir auch am Ende des Specials. Ich danke euch allen fürs Zusehen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like geben. Wie gesagt, 0 Abonnenten, das muss man ja fast feiern. Na, fast, man muss es feiern. Weil es gibt so viele YouTuber, bekannte YouTuber, die es einfach nicht erreicht haben. Und ich... kann jetzt mit stolzen Tränen sagen, ich habe es geschafft. Ich habe die 0 Abonnenten geschafft.